Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück im Tempel des Todes oder was auch immer es sein soll. Rituelle Opfer, Leichenberge und der elendigliche Kult verantwortlich für das Ganze. Schlecht. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Königin Honoratu. Ah. Honoratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paitizianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Honoratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Honoratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Ich weiß nicht, wie es inwiefern das... Okay, wir können nach wie vor erzielen, wir sind... Das heißt, wir sind noch immer in Gefahr. Und vielleicht kommen wir wirklich jetzt von da oben hin. Das wäre natürlich richtig lässig. Oh, das wirkt nach Bosskampf-Arena. Unter Garantie. Und ich habe keine. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Und ich habe keine Schusswaffen. Die Barriere muss verbrennen. Ah, ja. Aha, nein. Ich dachte, haben wir jetzt keine Flammenpfeile? Nee, haben wir nicht. Wie kann ich ihn auf die Flammenpfeile wechseln? Scheiße. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. So. Shit. Okay, 4 Pfeile. Aber wir haben genug Materialien, um Pfeile zu bauen. So, wir brauchen Brandbeschleuniger. Da haben wir eine Kiste. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, wir finden schon was. Mit den Urnen tränken sie die Eingeweide in Öl. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt brauchen wir nur noch das Öl. Ha. Geschichtsstunde. 87%. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Ja, die wartet darauf, dass sie uns auslachen kann. Oder in dem Fall mich, weil ich zu blöd bin, das zu lösen. Aber wenigstens haben wir Frischluft, yay! Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ach, ich würde ja gerne. So. Das schließt sich auch gleich. Ja, das Problem irgendwie ist... muss ich die Barriere niederbrennen. Ja. Das Problem ist halt nur, sie meinte, ja, die Uhren. Moment. Die Urne und Öl und so.
Das war wohl nichts. Wie? Ah, Moment. Alles klar. Wir füllen das einfach mal so richtig schön fett. Voller Öl und Blut. Ja, wir brauchen nur das Öl. So, das müsst ihr jetzt da drüber schwabbeln. Tut's auch. Und jetzt öffnen wir den Heizkessel. Hey. So. Wusch. Okay, das war easy. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Gerne. So, Pfeile nachmachen. Nicht, dass uns die dann im entscheidenden Moment fehlen. Oh no. Aber dennoch, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendeinen fiesen Bossfight jetzt haben. Wir haben schon lange gegen nichts Besonderes mehr gekämpft. Eine Barriere. Puh. So, da haben wir wieder etwas zum Zündeln. Sehen uns mal um. Okay, dann rinnt das da runter. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Moment mal. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Das war blöd. Das wollte ich nicht. Ich muss ja daneben stehen. Wir verbinden das da. Nee. Wir verbinden einfach das da. Mit dem da oben. Ach so. Ja, Moment. Das geht einfach rein technisch nicht. Wir müssen uns da daneben hinstellen und können die beiden verbinden. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Es fließt im Moment nur ganz schön. Oh, wieso wird denn das höher? Darf es das? Okay, jetzt senkt er sich wieder ab. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Aber fließt da was? Oh. So, es fließt. Ja, ich glaube, das passt jetzt. Fließt in die Richtung. Schubs. Shit. Und da versiegt's dann. Oh Mann. Das müssen wir extra drehen. Kann man das extra drehen? Nein, das kann man nicht extra drehen. Wir müssen zuerst das korrekt drehen und dann oben nur alleine das da oben drehen. Okay. Es kam über das mittlere. Das heißt, das unten muss mal passen. Es kam die mittlere. Passt, oder? Dann rinnt das da runter. Ja, das muss passen. Jetzt cutten wir das da oben. Drehen das wieder zurück in die Ausgangssituation. Oh. Mittel, viel zu weit.
Hallo, wieso schnappt das jetzt nicht ein? Ist das jetzt eingeschnappt? Ey, ich häng fest. Gut, das müsste jetzt aber gewesen sein. Also, auf ein neues. 3 Stunden später und 200 Pfeile. So, können wir jetzt mal... Okay, wir haben 25 Pfeile. Jetzt muss aber passen. So, wo bleibt das schwarze Gold? Blups, da ist es. Ja, oh ja, das muss jetzt passen. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay, jetzt muss die Barriere runter. Nee. Voll ins Wasser gelaufen. So. Let it burn. Hallo? Hm. Ja. Geht doch. Und jetzt zur Schatulle. Oh, irgendwas passiert noch. Das war eigentlich fast zu einfach. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Ja, dann sollte man das vielleicht richtig gut verstecken. Aber wir sind die Nasenspitze voraus. Vielleicht sind wir jetzt an der richtigen Stelle dort bei diesem Hintergrundtempel, Hinterwaldtempel, wo ich in der letzten oder in der vorletzten Folge nicht. Nein, sind wir nicht. Wir sind wieder ganz am Anfang. Oh no. Oh. Shit. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Etzli! Da drüben, schnapp sie! So, ich kann noch nicht steuern, aber jetzt kann ich steuern. Verdammt! Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Zumindest mal weg. Es ist irgendwie strange, ich kann nur laufen, aber die Richtung nicht wirklich angeben. Autsch. Das ist so ähnlich wie dieses, wie die Stelle im Wasser. Ich meine, eigentlich läuft sie von alleine und ich kann nur... Geht aus dem Weg! Nicole! Au! Verdammt! Gar nicht mal so leicht, wohin jetzt? Drücke B, um Fallen auszuweichen, ja. Autsch. Zu früh gesprungen. Viel zu früh gesprungen. Aber ich weiß nicht, ob das B uns da was hilft oder nicht. Oh Gott, was sind wir denn jetzt? Da schon wieder. So, wir müssen da hoch. Nein, nein, nein! Nach vor. Nein, schon wieder zu früh. Shit. Wir schaffen das.
irgendwie 15 Minuten. Wir haben noch 15 Minuten Aufnahmezeit vor uns. Ah, jetzt. Geht aus dem Weg! Oh, wie die Situation einfach so richtig schön eskaliert ist. So, laufen. Einfach mal laufen, ohne springen. Und jetzt! Avanti, avanti. Ashanti. Wohin? Da rein. Au! Okay, der hat's überstanden. Pisser. So, und die Gegend kennen wir ja. Aber immerhin 100. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Ja, kann ich Medizin nehmen? Könnte schon, aber es wirkt nichts. So. Komm zurück, das heißt, wir müssen dorthin. Aber, wenn wir jetzt schon da in der Nähe sind, wir haben da ein Basislager. Das checken wir mal aus. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Die Frage, was wollen wir denn jetzt? Stellen Sie Lockfallen auf. Nadel der Echse über dem benötigt. Ja, die Outfits habe ich eigentlich bisher noch nie wirklich gelevelt. Erhöht Chancen, seltene Tiere zu finden. Klingt gut. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten? Die haben wir bis jetzt immer so gefunden. Halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. Auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden feine Ressourcenobjekte erleuchtet angezeigt. Klingt verlockend. Da brauchen wir 3 Fähigkeitspunkte, aber 2 Pfeile abschießen klingt mittlerweile dann doch besser als ich dachte. Leuchtmunition mit der Pistole. Blenden und betäuben Sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Betäubung der Bohr. Erschütterungspatronen her. Gift der Viper. Oh. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Ausdauerkräutermischung reduziert den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Reden müsste man können. Ich weiß es nicht, ob wir da nicht dann doch vielleicht... Oh ja, die Überlebensinstinkte, das machen wir. Ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Noch ein Geheimnis. Aber das möchte ich jetzt machen. Wenn wir schon da sind, dann checken wir mal die Gegend da noch aus. Und zwar, wir müssen da jetzt in die Richtung laufen. Genau, da die Straße lang. Da drin waren wir schon mal. Und jetzt ist es ja eh schon egal. Dieser dämliche Dreckskult ist eh schon hinter uns her. Weißt du das von Quali schon? Nein. Was ist also können wir da auch gleich mal in der Gegend uns umsehen. Da waren wir ja nämlich komplett überhaupt noch gar nicht. Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Haben wir den schon gesehen? Paimo? Scheinbar nicht, sonst hätten wir vielleicht antworten können mit Ja, klar, haben wir den gesehen.
Meguan? Okay, ich dachte, da liegen schon wieder irgendwelche Leichen rum. Gut, da ist nicht wirklich viel Neues, außer da noch ein paar Dinger. Alles die Yoko. Schlimme ist halt, ich kann euch nicht mal sagen, ob wir uns da jetzt nicht schon zum 7. Mal umsehen. Da ist noch was zum Looten, oder? Ja, Schießpulver. Guten Tag. Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Liebe. Früher hing sie in der Luft wie der Duft von Hibiskus. Der Duft verschwand mit dem Tod von Unuratus Mann Sairi. Ihre Liebe war ansteckend. Wo immer sie hingingen, hielten sie Händchen. Sie kauften an einem sonnigen Tag wie heute gemeinsam auf dem Markt ein. Und wenn sie vorbeikamen, wurde alles heller. Ich habe nie zwei verliebtere Menschen gesehen. Wenn die ganzen Kämpfe erst vorbei sind, kehrt vielleicht der Duft von Hibiskus zurück. Ja, das werden wir versuchen zu erreichen. Gut, ihren Mann können wir nicht wiederbeleben, aber da fällt mir ein, wir wollten ja im anderen Dorf ja auch noch die Schlägergang eliminieren und so. Das habe ich auch irgendwie komplett verbockt. Oder nicht verbockt, oder das hat sich halt nicht ergeben. Ah, ma bitte, Balbejo. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ja, müssen wir. Aber vorher nehmen wir den Schatz mit. Uneigennützig, wie wir sind. Moment mal, warum leuchtet der Kollege und der Kollege? Ah, das sind jetzt auch alle die, mit denen wir reden können. Hallo? Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Jo, Gefahr ist unser Geschäft und so. Pass auf, wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Wollen wir uns das ansehen? Schwarzmähnernwolf. Das klingt so nach Zwischenpseudo-Bossfight. Und vielleicht ist ja da auch ein Lagerfeuer. Wir gehen mal die Straße lang. Das ist da unten noch ein. Das haben wir auch noch nicht entdeckt. Komme ich dann da wieder hoch? Jetzt ist es zu spät. Was? Ich kann das nicht untersuchen. Ne, das war jetzt wieder komplett senseless, ne? Da hinten eine Höhle? Mal sehen, wenn wir schon da sind. Auch nicht wirklich. Aber da war, da muss irgendwo. Ah, Moment. Schau einer an. Da geht's hoch. Irgendwas. Mache ich verkehrt. Beim Klettern. Und zwar massivst.
Jetzt hält sie sich da an. Check's irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was, wann sie sich so anhält. Muss ich da rüber springen? Doch, keine Ahnung. So. Wieder mal erfolgreich gescheitert. Was wäre denn da oben? Sieht man das irgendwie? Ich glaube, das wäre eigentlich unnötig. Das bringt uns nicht wirklich auf. Ich weiß es nicht, was sich da oben versteckt. Naja, dann. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Aber wir haben zumindest ein Lager entdeckt. Wieder plus eins. Okay, so wie viel haben wir denn jetzt aktuell? Einen Fertigkeitspunkt. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ja, ich hätte jetzt aber auch nicht den Eindruck, als würde das irgendwie Timer getriggert laufen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns das leisten können, dass wir jetzt einfach mal das mitnehmen. Ja, da war ja noch was mit den Wasserstellen, die irgendwie ins Tiefe gehen. Da oben geht's auch lang. Matsch, Matsch, Matsch. Wo sind wir denn da jetzt? Ah, da sind wir jetzt genau an der Stelle. Aber ich hoffe, da hinten gibt es irgendwo ein Bonfire, wollte ich schon sagen. Irgendwas zum Rast. Alles klar. Passt. So. Sorry, liebes Vögelchen, aber es sind ein paar XPs umsonst und Federn. Oh, wir könnten ein Lama schießen, aber ich möchte kein Lama schießen. Fawcetts Vermächtnis. Oh, da ist er wieder, der Mr. Fawcett. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Fawcett die verborgene Stadt gefunden hat. Haben wir da die verborgene Stadt? Man weiß es nicht so genau. Ich meine, was ich nicht machen möchte, ist jetzt Jagd auf Lamas machen. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. So, können wir das jetzt mit irgendeinem Gegenstück verbinden? Können wir. Wo war denn das jetzt? Da drüben. Und wir haben schon wieder 29 Minuten Aufnahmezeit. Es ist fürchterlich, wie schnell die Zeit vergeht. Aber es spricht absolut für das Spiel. Expeditionsbericht. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Dachten schon viele und dann ging es schief. So, was können wir da noch entdecken? Oh.
Einiges. Wieder schon wieder tausende Dinge auftauchen. So, wo ist der nächste Brief? Da drüben. Ja, ich weiß es nicht. Wir machen ein paar Minuten länger die Folge. Da links. Neue Ausrüstung. Okay, das haben wir wieder nicht. Ist doof. Schauen wir, ob wir da dazu kommen. Natürlich jetzt genau da. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Jo. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Das werden wir schon machen. Ja, da kommen wir auch nicht dran. Da kommen wir auch nicht dran. Verdammt. Doof. Dann checken wir mal den Löwenbau ab. Wolfs. Dings ab. Ich weiß jetzt endlich, wie man läuft. Linken Stick drücken. Fast. Ich weiß nicht, ob der tauchen kann. Notfalls flüchten wir ins Wasser und sind safe. Hoffentlich. Puh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, was soll's. Jetzt sind wir schon mal da. Okay, einer down. Nein! Scheibengeister ist der stark. Ach verdammt. Jetzt sind die anderen wahrscheinlich auch wieder da. Nee. Oder? Okay, der ist down. Seltene Tierhaut. Das war's eigentlich schon. Wollen wir das riskieren? Wir sehen uns mal. Wo sind denn jetzt die anderen? Egal, das ist ein Rucksack. Da geht's nicht weiter. Okay. War gar nicht mal so schwer. Aber ich glaube, ohne ausgerüsteten Bogen, ich weiß nicht, das wäre eine ziemliche Challenge gewesen. Blöd, dass uns halt einmal erwischt hat.
Sorry, Wolf. Oh, Schatz. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ja, das werden wir. Das machen wir in der nächsten Folge. Was ist denn jetzt da eigentlich? Das haben wir doch jetzt schon. Überlebensversteck. Forschertasche hätten wir. Wolfsgebiet. Und da fehlt uns sicher wieder das Zeug dazu. Okay. Ab zum Basislager. Wenn nichts passiert, sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann sagen, dass ihr Sohn verschwunden ist und schauen, dass wir die Story ein bisschen weiter vorantreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Papa.